Wir starten die Mission. Trotzdem verlierst du manchmal. Persönlichkeiten Chicago. Skirmish Lucky Quinn ist tot. Quinn wurde seit Jahrzehnten verdächtigt, Verbindungen zum Chicago South Club zu unterhalten, aber er wurde nie deswegen angeklagt. Die Polizei sagt, Quinn sei nach einem Charity-Event in seinem 5-Sterne-Hotel in Malo an einem. Bevor wir das erreichen, gucke ich mich noch ein letztes Mal um im Bunker. Aber das haben wir alles schon gehackt. Das würde sonst leuchten. Das haben wir auch alles gehackt. Das da unten auch. Hier hätten wir uns auch ausruhen können. Okay. Damit wären wir quitt. Ja, klar, natürlich. Nimm, was du willst. Bald werde ich den Atem der Fixer im Nacken spüren. Ich habe gar nicht gewusst, dass Rose tot ist. Sie wäre besser untergetaucht. Es gibt keinen Beweis, dass Blum ihr Tod arrangierte. Ach, ey. Du weißt nicht, dass sie es nicht war. Weißt du, ich habe viel gesehen, das nicht aufgeht. Krumme Geschäfte. Betrug. Es braucht nur ein gutes PR-Team, um das alles zu vertuschen. Doch Rose ist tot. Programmierten sie das? Ich weiß echt nicht, wie und warum. Der Code ist gefährlich. Es geht um. Ich konnte nicht viel damit anfangen. Ich habe mal Bell irgendwas verstanden. Das wollte er also. Verbrenn diesen Code, Mann. Der Rest, naja, geht mich nichts an, was du damit machst. Du weißt, Aiden, das mit Clara tut mir leid. Mir auch. Ist alles scheiße, egal wie man das auch nennt. Pass auf, Aiden. Wenn die Lichter ausgehen, passieren schlimme Sachen. Moment mehrere Blumenmanager zu einer Seite Reihe eine Sex-Videos befragt werden, die sind wohl online gestellt. Ja, obwohl das Gesicht der Polizistin auf dem Handy online nicht erkennbar ist, sieht man ihre Dienstnummer. Schockierende Aufnahmen bringen Bürgermeister Rushmore mit dem Tod von Rose Washington in Verbindung. Die Frau war eine Angestellte von CTOS und gilt seit über einem Jahr als vermisst. Der Bürgermeister schweigt zu den Vorwürfen. Eine Stellungnahme aus dem Rathaus bezeichnete den Film als Fälschung, mit der die Hackergruppe DedSec den Bürgermeister bloßstellen will. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich weiß, dass Nikki sicher ist. Und du zahlst für Clara. Du hältst dich also für den Helden der Sache? Lies mal die Zeitung. Du terrorisierst die Stadt. Du mit deinem aufgeblasenen Scheiß. Dann komm halt. Komm und hol mich. Bring es zu Ende. Oh, aber eine Sache habe ich vergessen. Das wird dir gefallen. Ich habe das CTOS freigeschaltet. Vollständig. Ich bin im System. Und du wirst eine Show erleben. Eine Kassenwache. Und
T-Bone? Ich habe gerade auf meinen Zug gewartet, als das Licht ausging. Ich garantiere, das ist nur der Anfang. Damien hat vollen Zug. Nur über meine Leiche. Ich lasse mein CDOS-Baby nicht von so einem durchgeknallten kaputt machen. Es gibt eine Schwachstelle, die er nicht kennt. Geh dorthin und fahr es runter. Man sollte seine Spritztour schnell und sauber beenden. Ich rufe an, wenn ich drin bin. Schön, dass du zurück bist. Ich mach mich gern nützlich. Okay. Da ist also mein nächstes Ziel. Hier muss man vorsichtig fahren, damit man hier nicht... Ja, die Bogen sind egal. Da hat er mich so gerettet. Mein schönes Auto. CTOS. Ein Wunder des menschlichen Erfindergeistes. Ein Modellsystem, das eine Modellstadt für Modellbürger erzeugt. Ich frag mich, was Bloom zur Bedrohung durch Hacker sagte. Harte Debatte, ganz sicher. Hacker? Ach Quatsch. Unser CTOS ist das fortschrittlichste. Blabidi-bla-bla-bla-bla. Hybris, Aiden. Macht einen immer fertig. Aber das kennst du jetzt zur Genüge, stimmt? Was ist denn nur falsch mit ihm hier? Und dann machen wir so einer fertig. Bringt ihm das ja nichts in Zugriff. What the fuck? Herzinfarkt. Ja, so ungefähr. Sag, ich heb die Brücke noch an. Irgendwie so ein paar schon so machen, wie ich sie brauche. Nee, ich glaube nicht, ne? Scheiße. Ich komme nicht durch die Firewall. Vielleicht hat T-Bone eine Idee. Ach, das sollte man verkacken. Er hat uns ausgesperrt. Ich muss ihn schnell ausschalten. Ich habe eine Idee, aber... Letzten Mal sind Menschen gestorben. Oh. Wenn wir es nicht tun, sterben Menschen. Was ist es? Das gesamte Netzwerk ist mit einem Satelliten verbunden. Als Sicherheitsventil des CTOS. Ich habe einen ganz reizenden Virus. Wirklich böser Schweinehund. Du musst ihn von drei separaten Orten installieren. Was stellt ihr an? Er schaltet einen Mann aus. Das ist sicher. Das kann hässlich werden. Du hast ja keine Ahnung, Amigo. Meld dich, wenn sie installiert sind. Okay. Also den ersten da, zweiten da, dritten da. Okay. Wir machen das richtig. Ach, das ist gar kein Parkplatz. Dachtest du wirklich, du könntest mich so leicht aufhalten?
Enttäuschend. Ich hielt dich für viel klüger. Aber nun sehe ich, dass du genauso bist wie alle anderen. Ah, Bestrafung durch Schweigen. Ich werde noch zu einem emotionalen Wrack. Was macht der? Oh, das ist so verwirrend, wenn überall diese Dinge aufblitzen. Komm, Aiden. Beeindrucke mich. Was wirst du jetzt tun? Bring mich in Stahlbrand. Los. Du bist doch besser. Wie komme ich da hin? Will er mich verarschen? Emir manipuliert die Navigation. Er versucht mich zu bremsen. Konzentrier dich nur auf einen Ort. Leitstelle, wir haben Treffer beim CPOS-Scan. Flüchtiger gefunden. Ein Hochleistungswagen hat die Verfolgung bereits aufgenommen. Den nehme ich auf die Hörner, pass auf! Halten Sie an. Ich wiederhole. Wow, 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 wow. Verdächtiger flüchtet zu Fuß. Halten Sie bitte Ihr Fahrzeug an. Diese Macht an! Ladesperre sind oben! Wir brauchen sofort die DOS-Freigabe! Ich klopf mal an! Na klar, du wirst diese Stadt zerstören. Ah, sie lebt. Nein, nicht zerstören. Verkrüppeln. Damit jeder spürt, wie es ist, wenn einem die Zukunft genommen wird. Und für dich spare ich das Beste auf, Partner. Nee, lass das bitte mit dem Drehen. Wer will denn keine Smart City? Können wenigstens der Heli aufhören zu schießen auf mich? Seid ihr aggressiv, ey? Noch kannst du dich entscheiden. Wir brauchen sofort die DOS-Freigabe. Bleiben Sie, wo Sie sind. Verstanden. Eine Hochleistungspatrouille ist auf dem Weg zum Verdächtigen. Wir müssen ihn platt machen. Ich fahre ihm in die Seite. Achtung! Ich brauche ein neues Auto. Sieht aus, als wäre der Verdächtige weg. Wir haben ihn verloren. Drehen um, vielleicht läuft er uns über den Weg. Rücken aus, um zu helfen. Das macht Spaß. Ich hab schon den Flug gebucht. London ist als nächstes dran. Willst du mitkommen? Steig jetzt Auto, Mann! So, jetzt muss ich einmal gucken. Ich muss jetzt eigentlich nur nach Süden fahren, oder nicht? War da nicht eins? Das Problem ist, ich komme nicht einfach stumpf nach Süden. Hey, darf ich den Mist ganz platt machen? Oh, wie komme ich hier wieder raus? Hey, ran da! Ich klopf mal an. Ein Hochleistungswagen hat die Verfolgung bereits aufgenommen. Mich hat's erwischt. Hey, sofort! Ich habe ja angehalten, sofort, als sie es gesagt haben. Verstärkung! Wir werden ihn ran.
zu Blumen fällt mich ein. Ich kann gut mit dir. Alter, ich finde hier nicht mehr raus. Mach ruhig, der Kerl hat gerade gedreht. Sorry, sonst hätte ich gehupt. Bin ich ehrlich. Okay, man muss sich einfach auf die konzentrieren, die immer da sind. Ich meine, ich gehe davon aus, Damien wird das jetzt so hacken, dass ich sofort wieder... Ja. Wieder in eine Polizeiverfolgung reinkomme. Wo ist das? Ich weiß nicht, wo das ist. Alle Einheiten, die CTOS-Scan beendet. Position des Verdächtigen wird übermittelt. An alle, eine Hochleistungspatrouille ist auf dem Weg zu seinem Standort. Rauskommen auch, ne? Fuck, weil hier ist eine Glaswand. Ich muss auch noch in diesem Gebiet bleiben, ja. Einer muss noch. So, und der dritte war der hier. Versuch ihn zu drehen. Ja, natürlich falsch rum. Verstanden. Eine Hochleistungspatrouille ist auf dem Weg zum Verdächtigen. Halten Sie Ihr Fahrzeug an und ergeben Sie sich. Auf gar keinen Fall. Sehr verbunden, wenn sie mich nicht rammen würden. Ich kann für nichts garantieren. Oh! Fahren Sie rechts ran. Ich kann euch für nichts garantieren hier leider. Wir haben ihn. Verdächtiger ist jetzt zu Fuß unterwegs.
ist das Tolle an Viren. Sie verbreiten sich unkontrolliert. Verkackte Hubschrauber, ne? Doch, mach ich gerne. Na toll, jetzt wissen sie genau, wo ich bin. Was ist ist ab jetzt wieder normal und ich darf wieder. Ach so, Leute, ich höre mich, ich bleib dran. Ja. Sehr gut. Hier ist gerade was in die Luft geflogen. 961 Charlie hier. Rundruf an alle. Brauchen ein Polizei-SUV hat die Verfolgung aufgenommen. Den schnapp ich mir. Weil ich sehe halt nichts mehr, ne? Er hat sein Fahrzeug verlassen. Los, gib endlich auf, Mann! Mann, er hat mich nicht reingelassen. Mein Fahrzeug war leider zu kaputt. Luftunterstützung ist gleich da. Haltet durch. Raus da. Was soll denn das werden? Ich klopf mal an. Ich hab's erwischt. Er hört erst auf, wenn wir ihn zwingen. Los, rammen wir ihn. An alle Einheiten. Eine Hochleistungspatrouille ist am Verdächtigen dran. Hab gerade gesehen, wie es einen von uns erwischt hat. Den nehme ich auf die Hörner. Pass auf. Guckt nicht in den Tunnel rein. Keine Chance, dass er uns entkommt. Elf, zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier. Schade, dass ich das nicht beim First Try geschafft habe, weil ich glaube, wenn mein Auto nicht so kaputt gewesen wäre, hätte ich es geschafft. Jetzt gern First Try geschafft, aber wir haben immerhin alle drei. Da geht's los. Du musst zurück zum Schwachpunkt, wo wir begonnen haben. Das wird sich für dich öffnen wie. Ach, auch egal. Du hast direkten Zugang zum Satellit. Das ist das Wichtige. Direkter Zugang zum Satellit. Du sagst, das ist der Backup? Und ein bisschen mehr. Sobald du drin bist, drückst du den Abzug. Licht aus, Aiden. Und wenn wir Glück haben und ich so klug bin, wie meine Vita sagt, kannst du Damiens Standort finden. Mehr will ich nicht.